Schau mal kurz auf die Karte. Oh, hier ist schon mächtig viel, Freunde. Ober diese Leuchtfeuer, Schwierigkeitsklippen, Grad mittlere XP, Bewohner, Schnellreise. Freunde, ich mach das. Ich hoffe, dass wir dann ziemlich schnell von A nach B kommen können. Ah, scheiße, dann sind wir wieder natürlich im tiefsten Wald hier. Ich müsste jetzt kurz auf meine Map schauen. Warum ist dieser Scheißhammer hier unten in diesen... Sorry, heranzukommen, neue Fähigkeiten und Upgrades freizuschalten. Ich weiß es nicht. Aber wir gehen trotzdem zu unserem markierten Punkt. Ich hoffe, wir frieren hier nicht. Das ist so eine miese Giftbombe. Das ist der Dude hier, der die wirft. Oh, wir wanken aber heftig rum. Wo ist mein... Sehr schön. Bestienkill. Haben wir jetzt gekotzt? Suchen. Geh mal bitte auf Seite. Jack! Hier wirft schon wieder jemand mit diesen Dingern. Okay, Freunde, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Schon allein aus dem Grund, uns ist nämlich verdammt kalt. Hier ist ein Bäumchen, das nehmen wir auf die Stelle auch noch mit. Hier ist noch ein Jack. Das Ding greift uns an! Ach du Scheiße. Holy shit, das ist... Oh mein Gott, sind das viele. Das sind Wölfe, Freunde. Freunde, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Wir gehen hier zu den Leuchtfeuern. Wir müssen es unbedingt entzünden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Töte alle Gegner ums Leuchtfeuer. Okay, wir müssen uns hier kurz ducken. Wir machen unseren Jägerblick kurz an. Es sind keine Gegner. Wir müssen weiter hoch, oder? Wir können hier auch hochklettern, komischerweise. Ich glaube, da müssen wir auf unser Hundi verzichten. Es wird aber hell. Die täglichen Rohstoffe sind jetzt da. Okay. Sehr schön. Kopfschuss. Oh mein Gott! Was ist denn jetzt passiert? Warum ist alles in Slow Motion? Entzündetes Leuchtfeuer, um uns für Wenscher zu erobern. Fleisch zweimal. Wo ist denn schon wieder dieses blöde Feuer? Ach, hier oben. Dann zünden wir das Ganze nochmal an. Jetzt muss ich extra wieder meine... Ich hoffe, ich habe eine Fackel, die hier brennt. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Freunde. Oh, die Eule. Stimmt ja. Die haben wir schon lange, lange Zeit nicht mehr benutzt. Okay, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben wieder einen Schnellreisepunkt, der sogar ziemlich am Ende der Map ist, was ich natürlich sehr, sehr cool finde. Denn da sparen wir uns einen Haufen Weg von A nach B. Und jetzt, Freunde, könnten wir eigentlich... Bestie töten. Was haben wir denn hier? Finde und töte durchsuche Überreste von gefährlichen Gegnern. Wir gehen mal zurück und wir... Moment mal, was steht hier? Die neue Heimat der Wencher. Besuche es, um in der Story voranzukommen, neue Fähigkeiten und Upgrades freizuschalten. Wir gehen hin. Wir gehen Schnellreise dahin machen. Und vielleicht können wir uns jetzt mal unsere Winterjacke und so bauen. Übrigens, unsere Rohstoffe sind ja auch hier. Belohnungslager. Den hatten wir schon. Ja, viel hat es aber wieder nicht reingelegt, ne?
Das Lager, es ist ja, also von den Ressourcen her, ihr könnt ja enorm viel reinlegen. Okay, wir können hier die Hütte upgraden. Wir müssen rüber zum wieder zum Schamanen. Nein, oder? Ich rede jetzt erstmal kurz mit Sheila. Hi. Okay, das hat mir jetzt nicht gerade weitergeholfen. Können wir irgendwas in ihrer Hütte machen? Ne, uns fehlt Schilf, uns fehlt Mammuthaut, Schiefer und die Bevölkerung. Genau dafür haben wir es gebraucht, Freunde. Ich glaube, wir müssen tatsächlich rüber zum alten Schamanen schon wieder. Vor denen graust mich immer so ein bisschen. Was macht er denn? Das klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Seltenes Löwenfell. Brauchen wir auch eine Bevölkerung von 40? Ich weiß gar nicht, was der da drin macht. Das klingt sehr, sehr komisch. Ach komm. Ja gut, ist wahrscheinlich besser. Sonnenläufe, Freunde. Von denen haben wir jetzt noch gar nichts. Das ist das erste Mal, wo wir jetzt von denen hören. Sehr schade, da ist schon wieder ein Bewohner gestorben. Okay, die gefangenen Wencher, Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Schauen wir doch mal kurz. Ach du Scheiße, ist das weit weg. Belohnung, viel XP. Spüre die Wencher auf, die vom Stamm der Izila gefangen wurden. Schwierigkeit, Mittel. Belohnung, viele XP. Wir hätten vielleicht echt erst die anderen befreien sollen, glaube ich. Dass wir vielleicht mit ein bisschen mehr Skill rangehen sollen. Wir könnten es so machen. Wir könnten hier nach Osten gehen, holen hier vielleicht den Handwerker und vielleicht noch diese Jaima, die Hübsche, und gehen dann weiter hierhin. Ich glaube, das ist vielleicht ein guter Plan. Dann haben wir nämlich schon mal fast alle Wencher freigeschaltet, bis auf den hier oben. Und wir werden dann auf jeden Fall in der Hauptmission und erledigen sogar nebenbei noch ein paar Nebenmissionen. Und ich glaube, so machen wir das auch, Freunde. Dann gehen wir natürlich... Ah, Moment, ich wollte einen Waypoint setzen. Wir gehen dann erstmal zur Hübschen. Über Bestienmeisterjagd erzählt. Okay, Mittel. Neuer Spezialist für dein Dorf. Kletterkralle, da ist es natürlich. Nee, wir gehen erstmal... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Zu dieser hübschen jungen Dame... Und ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das... Ah, das ist schon ein Stückchen zu laufen. Aber ist nicht so schlimm. Gebiet müssen wir sowieso ein bisschen erkunden. Von dem her soll es eigentlich in Ordnung gehen. Wo ist mein Hundi? Ich denke mal, der wird auch gleich wieder auftauchen. Aber Freunde, jetzt wo ich es vorhin gesehen habe, können wir schon diesen Säbelzahntiger töten, sage ich schon. Höhlenlöwen können wir... Höhlenlöwen? Und seltene schwarze Jaguare.
können wir zähmen. Wir wollen aber Bären und Säbelzahntiger. Okay, wir laufen einfach mal in die Richtung. Ah, mein Hund ist schon wieder hier. Wir bräuchten auch ein bisschen Holz. Wenn wir unterwegs Holz finden, nehmen wir das natürlich mit. Hier haben wir schon das erste. Hier unten muss auch noch ein bisschen sein. Das ist wahrscheinlich wieder Schilf. Hier ist ein Hirsch. Ne, wir finden auf dem Weg definitiv noch was. Schilf, das nehmen wir auch mit. Kommen wir hier hoch? Ne, ich glaube nicht. Wir müssen außen rumlaufen. Das kommt mir alles gerade so verdammt vertraut vor. Hier waren wir doch auch schon. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ja. Oh, da hat dieser Rothund aber ordentlich gefressen. Ich glaube, wir müssten schon langsam voll sein mit Rothund. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Hier ist noch ein Hölzlein, das nehmen wir auch noch mit. Nein! Dann soll er eben fressen. Freund, Feind, Freund, Feind. Wo ist denn der? Hier. Ah, jetzt ist er defekt. Da war ich ein bisschen langsam. Ich will kurz noch ein paar Pfeilchen herstellen. Hier oben scheint auch schon wieder ein Gegner zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es wieder ein Tier oder ob es ein Mensch ist. Das nehmen wir noch mit. Das ist ein Bär, glaube ich. Kommt das hin? Sehr schön, Kopfschuss. Alles meine Mates? Scheiße. Okay, ich hab's jetzt probiert. Was ist das hier unten? Bär? Ein Wildschwein. Noch mehr Gegner. Nee, ist tatsächlich nur die Wildschweine gewesen. Wo ist mein Homie hier? Sehr schön. Okay, jetzt haben wir das Ranger-Ereignis abgeschlossen. Ach, wie haben wir ihnen vielleicht geholfen? Hier sind aber eine ganze Menge Hölzlein in der Nähe. Die nehmen auf jeden Fall... Ja, vielleicht nicht alle, aber sehr viele davon mit. Hinter uns muss schon wieder was sein. Ein Bär. Den kriegen wir down, Freunde, den kriegen wir down. Ich hoffe, meine Wenscher-Brothers helfen mir. Ist er defekt? Jetzt ist er defekt. Den häuten wir noch. Wir haben ein bisschen Zeit. Und ich würde mir ganz so einen Löwen holen. Das ist mein Kollege. Ja, ihn hätte ja jemand ruhig mal wenigstens aufhelfen können. Ich muss hier immer die ganzen Leute retten und die streicheln oder... Das ist ein Wildschwein. Dann ist schon wieder ein Bär. Leute, wir verdrücken uns hier. Hier ist einfach viel zu gefährlich. Natürlich, Freunde, waren wir hier schon. Hier sind wieder Ziegen. Wir sind natürlich wieder voll im Bärengebiet, ne? Oder? Da wird mir gerade gar nicht angezeigt. Komm schon, schaffen wir das? Hier auch so rum irgendwo? Hier, sehr schön. Wie weit haben wir es denn noch? Freunde, sind wir schon vorbeigelaufen? Ach, wir müssen den kompletten Berg umlaufen wieder.
würden wir aber schaffen, denke ich mal. Oder sollten wir zumindest schaffen. Und jetzt so diese Bauwerke, die die hier gebaut haben, es sieht ja schon wirklich cool aus. Auch wenn es ja relativ einfach aussieht, aber es wird jetzt schon so ein bisschen die Gegend auch, wobei es ja hier so ein bisschen aussieht wie bei Mario Kart. Jetzt muss ich nochmal auf meine Map schauen. Ja, wir müssen hier aber scheinbar. Ups, das war ein bisschen tiefer als gedacht, oder? Ist das jetzt auch tiefer als gedacht? Nein, komm schon, dieser verdammte Kletterhaken, er wäre halt so verdammt hilfreich. Aber man schafft es auch so. Was ist hier schon wieder los? 2 Bären, die sich gegenseitig bekämpfen. Sehr schön. Jetzt kommen sie und... Nein! Wollen meinen ganzen Loot abgreifen. Und ich hoffe, du kommst hier selber runter. Viel Glück! 2x Bärenfell. Sehr schön. Und Holzpfeil, Fleisch. Okay, wir müssen weiter nach vorne. Und hier kommst du. Steinwacht Leuchtfeuerort entdeckt. Sehr schön. Winter! Oh mein Gott, das war sogar in Slow Motion. Wir nehmen die ganzen Pfeile natürlich hier wieder mit. Und natürlich hier gleich das Leuchtfeuer. Wo ist denn das? Wir nehmen erstmal hier den der Tolltier. Das ist gar kein Leuchtfeuer. Ach doch, hier hinten ist es. Haben wir irgendwas zum Zündeln? Ach, scheiße. Aber ein Lagerfeuer haben wir hier. Da müssen wir wenigstens nicht unser hart verdientes verfetten. Sehr schön. Eule flieg! Okay, 3 von 16 beansprucht. Sehr schön. Das heißt, wir können wieder enorm viel schneller und weiter reisen. So, jetzt wollen wir uns aber trotzdem auf die Suche nach unserer lieben Jayma machen. Es geht zwischen die Berge nochmal rein, Freunde. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Wir sind nicht mehr sehr, sehr weit entfernt, sagen wir so. Höre ich schon wieder ein paar Leute schreien. Ich muss meinen Kollegen helfen. Hier muss noch einer sein irgendwo. Ah, der ist schon defekt. Sehr schön. Wieder ein paar Rangers mehr. Oh, scheiße. Leute, nicht auf ihn schießen. Welche Taste ist es denn? Wie kriege ich denn jetzt den? Ich will ihn nicht herstellen, ich will ihn in die Hand nehmen. Das ist das seltene Tiger. Oh, holy shit, Freunde. Ich kann diese Bestie töten. Freunde, ich muss jetzt fokussieren. Warum kann ich denn dieses Ding jetzt nicht nehmen? 1, 2, 3, 4. Warum kann ich denn den Köder nicht nehmen? Freunde, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Wir sind gleich defekt. Scheiße.
Ich hab nicht mal mehr. Oh mein Gott. Wir müssen aufpäppeln, ganz, ganz schnell. Und ich will ihn nicht unbedingt töten. Warum kann ich denn jetzt keinen Köder werfen? Ah, ich weiß warum, ich weiß warum. Wo sind sie jetzt hin? Die sind hier unten. Freunde, ich will den haben. Ich will den haben. Schnell runter. Oh, scheiße, nicht so schnell. Ich hoffe, das sind sie. Wir müssen hinterher. Wir müssen hinterher. Ich hoffe, wir jagen gerade die richtigen, weil hier... Scheiße, jetzt kommen wir hier natürlich nicht mehr hoch. Wenn ich wüsste, wo die hingegangen sind. Wir müssen natürlich mit mittlerer Maustaste drücken, Freunde. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und hier war halt echt ein Weißer. Also das war natürlich richtig geil. Fress mein Fleisch! Wo ist er denn jetzt? Ey, die Dinger halten schon brutal viel aus, Freunde. Jetzt ist er defekt. Scheiße, Freunde. Das war jetzt ein bisschen... Ja, schnell, schnell. Das war jetzt ein bisschen schwer, dann den Weißen. Den Weißen hätte ich ja enorm gerne gehabt. Jetzt sind wir natürlich total von unserer Route abgekommen. Ja, schade drum eigentlich. Okay, Freunde, wir lassen uns deswegen trotzdem nicht aufhalten und ein bisschen runterziehen, denn wir gehen weiter und holen nämlich unsere nächste Kriegerin. Es sind noch 350 Meter circa. Kill. Und wir müssen ein bisschen aufs uns auf ein oberes Stockwerk stellen, also sprich ein bisschen weiter hochkommen. Denn ich glaube, die Dinger zu tamen wird sehr, sehr schwer. Da ist er. Hier ist er. Leute, ich lasse ihn kurz verletzen, also dass er... Ich will ihn jetzt kurz wegschicken. Wo ist jetzt der Panther hin? Was ist denn das? Eine Ziege? Komm hin. Oh mein Gott, und los geht's, Freunde. Oh, scheiße! Hätte ich mich anschleichen sollen? Oh oh. Oh oh. Was sind denn die? Hier hinten? Drei? Ich habe leider keinen Drei. Wenn der mich haut mit der Keule, darf ich das auch machen. Wo ist denn jetzt der Panther? Scheiße, Freunde, wir haben schon wieder voll verbockt. Ah, verdammt, okay. Ich denke mal, ein drittes Mal würde uns wahrscheinlich nicht über den Weg laufen. So viel Glück werden wir wahrscheinlich nicht haben. Aber dann schauen wir einfach mal hier weiter. Ach, der will hier jagen.
müssen hier hoch. Was ist denn das schon wieder? Das sind Gegner, oder? Ja. Komm schon. Ich höre doch schon wieder eine Riesenbestie. Ich weiß aber nicht, wo sie ist. Hier ist er. Sehr schön. Und jetzt ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und zähmen. Schön zähmen. Yes! Höhlenlöwen gezähmt! Oh mein Gott, ist das geil, wenn man hier so ein riesen Ding beieinander hat. Ah, komm mal her, lass dich auch mal streicheln. Streichle ich denn? Hier wahrscheinlich gar nicht. Kann ich beide auch holen? Wenn ich jetzt den anderen hole? Nee, leider nicht. Jetzt habe ich gedacht, das geht vielleicht beides, aber da hole ich mir doch gleich nochmal meinen Löwen. Wie sieht denn der vom Skilltree aus?